Was uns dazu bewegt hat, einmal diese vier Evangelien aufzugreifen und die Apostelgeschichte noch dazu zu nehmen, ist schlichtweg die Tatsache, dass ich den Eindruck habe, unsere Leute wissen gar nicht mehr, worum es in den Evangelien geht und schon gar nicht mehr in der Apostelgeschichte. Dabei ist aber genau das der Boden, auf dem unsere abendländische Kultur gewachsen ist. Herr Leo Linder, mein Partner hierbei, wir haben uns länger schon ausgetauscht, dass wir so etwas unternehmen wollen. Und wir wollten es schreiben in einer Art und Weise, die auch jeder verstehen kann. Welche Lebenswirklichkeit scheint eigentlich bei diesen vier Evangelien durch und die wir ja auch festzuhalten versuchten? Jesus hat ein großes Geheimnis in sich, ist eine faszinierende Gestalt, aber weist immer über sich noch auf etwas anderes hinaus. Und wenn man so Jesus erlebt am See Genezareth, auf dem Berg Tabor oder dann auf dem Berg der Seligpreisungen, es ist unglaublich, wie alles lebendig wird. Und das wollten wir festhalten. Wie viel von den Originaltexten können wir verwenden oder wie viel dürfen wir überhaupt abändern davon? Wir sind also möglichst nahe am Text geblieben. Wir wollten letzten Endes die Gestalt Jesu als Mensch herausbringen. Wir haben es zu einem zusammengefasst, weil es einfach unmöglich ist für den heutigen Menschen, da gleich vier Evangelien zu lesen, wenn er einmal Jesus kennenlernen möchte. Nach der Fußwaschung schwieg Jesus. Und als alle dachten, er würde das Brot nehmen und das Gebet darüber sprechen, richtete er sich halb auf und sagte stattdessen: Einer von euch wird mich an meine Feinde ausliefern. Da gab Petrus Johannes ein Zeichen, er zog die Augenbraue fragend hoch, deutete mit einer leichten Kopfbewegung auf Jesus. Und Johannes verstand, rückte näher an Jesus heran und sagte: Wer ist es? Der, dem ich den Bissen Brot geben werde, antwortete Jesus. Dann nahm er ein Stück Brot, tauchte es in den Fleischsud, beugte sich zu Judas Iskariot hinüber und führte den triefenden Brocken an seinen Mund und fütterte ihn damit, wie man es nur als Zeichen größter Zuneigung bei seinem besten Freund macht. Dann sah er Judas an und sagte: Beeil dich mit dem, was du vorhast. Vier Evangelien in eines zu binden und auch noch die Apostelgeschichte anzufügen, ist alles andere als einfach. Wem sollten wir Recht geben? Wer hat den originellen Wortlaut? Wir haben immer versucht, die Worte Jesu möglichst wortgetreu wiederzugeben. Eines haben wir sicher nicht getan, entmythologisiert. Dämonen sind Dämonen geblieben, Wunder, Wunder. Darüber haben wir nicht zu befinden.